L wie Lupus. Lupus ist eine Krankheit, die man nicht heilen kann. Dabei kann sich zum Beispiel die Haut verändern oder die Gelenke können einem wehtun. Oder es können eventuell Organe geschädigt werden, zum Beispiel die Nieren, die Lunge oder das Herz. Frauen haben diese Krankheit häufiger und oft in jungen Jahren. Was passiert bei Lupus? Lupus ist eine sogenannte Autoimmunkrankheit. Das heißt, wenn man Lupus hat, dann richtet der Körper sich gegen sich selbst. Also die eigenen Abwehrstoffe gehen dabei gegen eigene gesunde Zellen vor. Das sind die kleinsten Bausteine von unserem Körper. Normalerweise wird die Körperabwehr, also unser Immunsystem, nur eingeschaltet, wenn fremde Stoffe oder Krankheitserreger den Körper angreifen. Warum der Körper sich selbst angreift, das wissen Forschende noch nicht so genau. Sie vermuten, dass dabei verschiedene Dinge eine Rolle spielen. Zum Beispiel, dass die Veranlagung für Lupus vererbt wird. Damit die Krankheit tatsächlich ausbricht, braucht es dann aber noch weitere Auslöser, zum Beispiel Sonnenlicht oder Infekte. Oder auch bestimmte Botenstoffe oder eventuell bestimmte Medikamente. Man unterscheidet zwei Arten von Lupus. Die erste Art, das ist der sogenannte Hautlupus. Da kämpfen die Abwehrzellen zum Beispiel gegen bestimmte Teile der Haut oder gegen das Fettgewebe unter der Haut. Die Haut, die entzündet sich dann, wird also rot, schwillt an und tut weh. Außerdem können sich Knötchen oder Beulen bilden. Die zweite Art von Lupus, das ist der sogenannte systemische Lupus. Systemisch deshalb, weil man da überall im Körper Probleme haben kann. Da greift die Körperabwehr zum Beispiel die Blutzellen an und es sind quasi alle Gewebe und Organe betroffen. Vielen tun dann die Gelenke weh, sie fühlen sich müde und abgeschlagen, manchen fallen auch die Haare aus oder sie bekommen leichtes Fieber. Dazu kommen dann andere Beschwerden, das kommt dann darauf an, welche Organe angegriffen worden sind. Die können wir hier jetzt aber nicht alle im Einzelnen aufzählen, aber ein Beispiel. Oft sind etwa die Nieren entzündet oder ein Teil von der Lunge ist entzündet oder das Rippenfell, also die Haut, die die Brustwand bedeckt. Das Atmen, das kann dann wehtun. Oder es können auch die Finger oder die Zehen weiß werden. Aber auch beim systemischen Lupus kann die Haut verändert sein. Typisch ist zum Beispiel so ein roter Ausschlag auf den Wangen und der Nase. Der sieht ein bisschen aus wie ein Schmetterling. Aber auch offene Stellen an der Schleimhaut kann man haben, also an der Haut, die Nase und Mund auskleidet. Wie kann man Lupus behandeln? Also erstmal, ob man überhaupt Lupus hat. Das kann nur ein Arzt oder eine Ärztin feststellen, weil die Beschwerden von Mensch zu Mensch eben so verschieden sind. Hausarzt oder Hausärztin schicken einen dann eventuell zu Spezialisten und die kennen sich häufig besser mit Lupus aus. Wie am Anfang schon gesagt, man kann die Krankheit nicht heilen. Lupus ist chronisch und kann sich in Schüben verschlechtern. Das bedeutet, wenn man die Krankheit hat, dann kann man zum Beispiel eine Zeit lang normal seinen Alltag leben und dann kommt wieder eine Phase, in der sich der Zustand verschlimmert. Man kann aber was gegen die Beschwerden tun, um sie zu lindern. Beim Hautlupus etwa mit Salben, in denen ist dann der Wirkstoff Cortison drin. Und beim systemischen Lupus, da gibt es auch bestimmte Medikamente. Das war Gesundheit hören, das Lexikon. Ich bin Peter Glück aus dem Team von Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet uns doch bitte bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr euren Podcast hört. Hauptsache, ihr gebt uns 5 Sterne. Mehr zu Lupus haben wir euch übrigens in den Infos zu dieser Folge zusammengestellt. Übrigens, es gibt eine Menge prominenter Personen mit Lupus. Zum Beispiel die Sängerinnen Lady Gaga oder Toni Braxton, der Sänger Seal oder die Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez.